Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Final Fantasy XHD auf der PlayStation 3. Wir stehen jetzt hier gerade, oder sind besser gesagt im Yevondo im Inneren, auf den Weg zu Lady Yunaleska. Oh, wer war denn da auf uns? No, wer ist das? Mother, no! I don't want you to become a fame! Ah. There's no other way. Use me and defeat Sin. Only then will the people accept you. I don't care about them! I need you, Mother! No one else! I don't have much time left. Hey, wasn't that... Seymour mit seiner Mutter. Genau. Und so kommen wir auch langsam hinter das Geheimnis um seine Bestie. Ich habe ja gesagt, da gibt es einen derben Grund, warum er sie beruft und sowas alles. Und das kommt auch noch. Alter, wenn der andere jetzt auch noch dran ist, ist Kimari gleich down. Ja. Shit. Oh, Alter, das ist doch echt ätzend so. Ja, ganz ehrlich. Ich tausche gegen Yuna und hole eine Bestia. Und zwar, ich hole Baham. Ach nee, Shiva hat noch nicht voll. Aber Shiva wird gegen vorher natürlich sehr empfindlich sein. Wartet. Okay, wir machen es taktisch. Wir holen Ifrit. Wenn die Ifrit so angreifen, ja, sollen sie gerne machen. Greifen wir erst ihn an. So, wenn die Feuer machen. Ja, dankeschön. Sehr freundlich. Ach, wie gut ist das, wenn man Gegner auf seiner Seite hat. Schön, oder? Und zacka. Jo, darfst du gerne machen. Ein Angriff noch, ein anderes sowieso down. Aber ist sowieso Latte, weil die heilen uns ja eh. Ja, mit Shiva hätten wir jetzt schon ein Problem gehabt. Alter, gegen die Feuer. Ja. Das wäre ätzend gewesen. So. Jetzt dürfen wir den platt machen. Schön. Alles klärchen. Die treffen wir gleich auch. Ich denke mal, mit etwas Glück oder ich denke mal, mit einem Angriff könnten wir die down kriegen. Mal sehen. Reicht da einer? Nee, wir müssen immer zwei machen. Oh, das zieht sich dann immer so in die Länge, weil die Angriffe von denen einfach so lange dauern. Da wünscht man sich doch echt, dass die gerade Hast hätten. Oh, jetzt aber schon mal einer weg. Ach, Mensch. So, jetzt darf ich noch einmal angreifen. Oder, die haben vorher auch nur einmal angegriffen, aber jetzt greift nur noch einer an. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Jetzt darf man noch einmal und dann ist er weg. So. Zack. Und weg ist er. Haha. Ne. So, Yuna bekommt ein Level. Schön. Haben wir hier eine Kiste? Nee. Oh, der andere Weg ist eine Kiste. Ich habe überlegt. Ein Weg war, habe ich der Meinung, eine Kiste. Oder könnte auch sein, dass es in beiden eine ist. Bin ich rechts gegangen? Ja, war natürlich der falsche. Ja. Wie immer, ne? Wie immer, wenn wir uns für irgendwas entscheiden. Owen kriegt nochmal. Chidos kriegt auch. Ansonsten machen wir lieber Vita. So. Dann versuchen wir mal die andere Kiste da oder die Kiste da zu kriegen. Die andere ist ja falsch. Wir haben ja vorher keine eingesammelt. So, Freundsberuhigt erhalten. Alles klar. Och nö. Och nö. 42.300. Empfindlich gegen Geistbrecher. Ja, das wissen wir. Aber der macht immer so Doppelschlag und dann sind wir tot. Was können wir denn da machen? Der hat selbst Bahamut derbe zugesetzt. Eigentlich ist das ja kein Gegner für uns gerade, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weißmagie, ich probier's einmal. Pass mal auf. Ich probier's mit Gemach. Den wenigstens aufzuhalten. Immun. Ja. Guck mal, der ballert uns so eine und dann haben wir gleich ein Problem, ey. Was können wir nur machen? Was können wir nur machen? So, mal Rico rein. Ja, die Frage ist, können wir überhaupt irgendwas machen bei dem? Das ist so... Na, wir können gerne mal eine Runde klauen, wenn wir wollen. So, Mondschleier mal 2 geklaut. Wir können
Spezial-Techs-Geistbrecher. You shall fear magic. Angst vor Zauber. So. Ja, das können wir machen. Ja, wir können Hast von mir aus auf Riku zaubern, die im Derbe extrem abgeht. Wir können Hast auf Owen zaubern. So. Wir können jetzt hier spezial benutzen, Albed-Medizin mal eben nehmen. Obwohl, es war nur Owen, ne? Wir hätten High Potion nehmen sollen. Verdammt. Weißmagie, Hast. Auf Tidus nochmal eine Runde. So, mit ihr können wir jetzt gerne... Ne, wir klauen nochmal. Mal gucken, was wir noch klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Oh, das ist natürlich auch doof. Wir können ja mal einen Angriff wagen. 265, ja, das ist natürlich sehr unklug. Und da ist Owen down. Ja, ich glaube, Turm ist hier das Beste. Ach, hey. Ich würde gerne kämpfen, aber wie sollen wir den denn besiegen da? Und ich habe jetzt auch keinen Bock, unsere Bestie wieder die Ekstase-Attacken wegzuklatschen. Ja, wenn wir natürlich Ekstase einsetzen, 9099, können wir ihn natürlich besiegen. Klar, keine Frage. Dann ballern wir den wahrscheinlich weg. Aber wollen wir unsere Ekstase-Attacken jetzt wieder verwenden? Ich meine, wir haben eine Bestie, wo die Ekstase nicht voll ist. Beschwören. Und zwar ist das Shiva. Wir können Shiva gerne holen, aber ich bin der Meinung, Shiva wird auch ruckzuck tot sein. So einfach sieht's aus. Ach, Herr Jemine, du. Herr Jemine. Pass auf, ich hole mal einen Angriff. Mal gucken. 1000. So, wir können Himmelzorn. Können wir gerne probieren. 1400. Doppelattacke. Und wir sind down. Das macht einfach keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht nur einen Sinn, wenn man die Ekstase-Attacken rausklappt von dem Bestia. Und dann die 9999 schafft. Oder mit Bahamut vielleicht sogar die Grenze überschreitet. Dann mag das Sinn machen, aber so... Nee. So ist das sehr, sehr unschön. Und jetzt haben wir Shiva auch noch verloren. Das heißt, die Ekstase-Attacke... Alter! Hey, Braska. You don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. Der junge Owen. This was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Oren, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Oren. Tja. Verstehen und umsetzen sind zwei verschiedene Dinge halt, ne? So, hier kommen wir runter. Da unten ist eine Kiste, bin ich der Meinung. So, Level 3 Spiropass erhalten. Das ist doch schon mal eine gute Kiste gewesen. So, was haben wir hier? Okay, die Gruppe ist ja machbar. Die mal ist machbar, die ist machbar. Aber wir sollten auch in der Gruppe... Ach nee, warte mal, die schießen. Okay, ich wollte gerade sagen, die machen gar kein Feuer. Dann holen wir Wacker rein. Der soll den Hinterner angreifen. Ja, sehr gut. Greifen wir den hier an. Zack. Okay, da wäre Hass vielleicht ein bisschen besser gewesen oder klüger gewesen als ein Angriff jetzt. Aber was soll's? Ist der down? Ne, die überlebt sogar noch, verdammt. Einzelschuss. Das sitzt natürlich. Okay, der ist weg und Tidus bringt jetzt auch den um. Das heißt, wir haben noch einen jetzt. Der sollte dann hoffentlich nächste Runde down sein. Oh, Tidus, alles klar. Wollen wir mal sehen. Kommt schon, muss noch mal ein bisschen sitzen hier. Ja, die sind weg. Alles klärchen. Okay, ein Kampf, den wir auch mal wieder zu Ende kämpfen konnten und gewinnen konnten. So welche brauchen wir auch nicht, diesen riesen Steintypen, ne? Der ist aber auch stark, ne? Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Oh, ich dachte, hier wäre eine Kiste. Ability, ich benutze mal kurz Jonas, Vitra und Vita. So.
einen Hinterhalt. Sind das diese Feuertypen? Jo, okay. Da wisst ihr, was zu tun ist. Ifrit holen. Dauert dann einen Augenblick, aber naja. Aber so ist das ja ein Kampf gegen Windmühlen hier. Einen können wir allerdings mal schnell angreifen. Denn wir können ja auch mit Wacker Juna holen. Wir müssen ja nicht unbedingt mit Tidus Juna holen. So, beschwören. Ifrit. Alles klar. Einfach nur, weil wir haben dann jetzt vielleicht einen Angriff gespart. Das weiß ich noch nicht so genau. Kann auch sein, dass es Humbug ist, aber mal sehen. Be strong. Ja, sei stark. Okay. So, Angriff. Wir greifen natürlich erstmal wieder den an. So, schön getroffen. Soll er ruhig machen. Wir werden eh gleich geheilt. Die sind aber auch dämlich, ne? Ich meine, die müssen das doch merken. Dass das einfach eine Taktik ist, die absolut null aufgeht. Oder sind die einfach wirklich so völlig fremdgelenkt? Kann natürlich sein, dass sie einfach so völlig gestört sind. Und einfach denken, ach komm, da ist eine Feuerbestie. Die bekämpfen wir nochmal mit Feuer. Ja. Ich meine, ist ja kein Waldbrand, versteht ihr? Achso, oh, ich hätte gerade jetzt hier Dings eingesetzt. Ekstase-Attacke. Wollte ich natürlich nicht. Ah, jetzt kommen die ganzen Angriffe hier in Dauer immer. Oh. Die sind so langsam. So, wie greift man den an? Der wird aber nicht down sein, ne? Ich glaube, das war umsonst, was sie gemacht haben. Ja, wir müssen den auch zweimal angreifen. Hat also nichts gebracht. Schade. Ach, Menno. Wir könnten aber mal versuchen, was passiert mit Meteorit? Ist das stärker bei denen? 1900. Oh, dann reichen, zwei Angriffe. Ja gut, zwei Angriffe. Ja, okay. Haben vorher auch gereicht. Naja. Da, 2000. Einmal davon noch. Na, willst du uns einmal noch voll machen hier? Obwohl, unsere Energie war sowieso voll. Hier machen wir nochmal einen Angriff hier und weg ist er. Touch. Erledigt. Und es gibt Punkte für Juna und für Tidus. Tidus und Juna haben beide auch ein Level. Im nächsten Kampf wird Tidus wahrscheinlich sogar schon das nächste haben, so wie es eben aussah. So, Vitra. Die sehen ja nicht stark aus, diese Feuertypen und so, ne? Und man kann die auch schnell unterschätzen. Aber dadurch, dass die 600, 700 oder so abziehen, jeder immer komplett bei allen, sind die schon gar nicht so unstark eigentlich. So, Fortuna Spheroid erhalten, alles klar. Gehen wir mal hoch. Ist hier noch eine Kiste irgendwo? Nee. Da ist noch der Speicherpunkt. Are the trials ahead? Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin. Tja. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt speichern. Ihr wisst ja, sicher ist sicher. Bei dem Spiel weiß man ja nie. Ah, dann wollen wir rein, wa? In die Hallen der Prüfung. Vom Yevon-Tempel in Bizet. So. Diese Prüfung sieht aber ein klein Tick anders aus, Freunde. Und ich werde euch auch gleich sagen oder zeigen, wie. Das sind die Symbole, die wir drücken müssen. Überall auf dem Feld sind, ja, Kästchen verteilt, wie ihr seht. Man kann ein bisschen auch sich orientieren an den hellen Punkten, welche Kästchen was sind, ja. Und das werden wir jetzt auch tun. Zum Beispiel, wenn man hier mal guckt, so, wenn wir den hier drücken, da haben wir den gelben. Ja, als Beispiel. Dann hier unten sehen wir, die sind hellblau, aber die links und oben und rechts sind so grau. Das heißt, wir haben hier den orangen. So kann man das so ein bisschen festmachen. Okay, jetzt müssen wir aber ein bisschen schauen, dass wir auch die richtigen treffen. Der hier müsste noch einer sein. Shit, wo haben wir denn noch den blau? Ah, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich bin mir sicher, ich glaube, ich ist der hier. Ja. Das hätten wir. Oh, fehlt noch einer? Welcher fehlt noch? Mal gucken. Wir haben
Ach, der Grüne, ja. Warte, schauen wir mal hier. Nee, das ist ein Viereck und das ist auf jeden Fall ein langer. Anders geht's ja gar nicht. Ich glaube, der hier. Ja, da haben wir ihn. Jackpot. Bäm. Rätsel Nummer 1 gelöst. Da geht die Tür auf. Die Teile sind rausgekommen. Okay, gehen wir mal weiter ein Stück. Ah, der Bildschirm funktioniert noch nicht. Nee, nichts tun. Warte mal, ich glaube, wir müssen die wieder reinschieben. Bild Nummer 1. Ach, genau, wir müssen jetzt alle Bilder nacheinander lösen. Genau, so war das. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil hier gibt es natürlich haufenweise, wie ihr seht, von diesen Glitzerdingern. Jetzt müssen wir echt schauen. Du, mein Gott, was brauchen wir? Wir brauchen einen Orangen oben, einen Orangen unten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Viereck, würde ich sagen. Alter Schwede, was haben wir denn hier Schönes? Ah, der ist schon mal richtig. Okay, der sieht auch richtig aus. Den haben wir auch, alles klar. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal gucken. Ey, ich weiß gerade gar nicht, wie das hier ablaufen soll. So. Was haben wir denn hier? Der sieht sehr nach Viereck aus, würde ich behaupten. Obwohl der da vielleicht stimmen könnte. Nee, oh Mann. Jetzt sehen wir mal alle Symbole. Ach nee, doch nicht. Nur die wir schon gedrückt hatten. Okay. Den drücken wir auf jeden Fall wieder. Den drücken wir wieder. Gut. Welches nun? Der war schon mal falsch. Der da müsste richtig sein. Blau. So, jetzt brauchen wir noch zwei grüne. Bei denen weiß ich nicht. Naja, sieht sehr nach einem blauen aus, der da. Das sieht aus wie Viereck hier. Ich probiere mal den da. Ja, der ist richtig. Okay, alles klar. Weil der da drunter sieht sehr nach Viereck aus. Würde ich behaupten. So, was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Wir brauchen jetzt noch den grün hoch und grün zur Seite. Okay, grün zur Seite wird auf jeden Fall einer von denen. Nee, warte, wenn dann der hier. Ja, aber falsche Richtung. Nein. Nein. Okay. Erstmal holen wir uns die wieder, die wir hatten. Okay, weiter geht's. So. Den. Und noch den. Jetzt müssen wir echt schauen. Grün, ey. Mein Gott. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir den... Warte mal, der sieht sehr nach so aus. Nee, der dann auch nicht. Der auch nicht. Warte mal, wir brauchen einen, der so ist. Da scheint der auch nicht richtig zu sein. Jetzt gerade bin ich wirklich einen kleinen Tick überfragt, wie wir die kriegen sollen. Ich sehe einfach keine Symbole, die diese Form machen irgendwie. Hm. Es ist echt nicht. Vielleicht der da? Den hätten wir. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen, der so hoch ist. Alles klar. Der kann es schon mal hier nicht sein. Das ist schon mal völlig unmöglich. Das ist ein Viereck, das sieht man. Der hier könnte es vielleicht sein. Der ist es. Alles klar. Das erste Symbol haben wir. Gut. Dann müssen wir jetzt den zweiten reinschieben. Ein Loch für einen Spheroiden. So, dann ist es der. Alles klar. Oh, okay. Alles klar. So, dann... Nein, den wollte ich auch gar nicht.
So. Ich wollte den da. Und ich wollte den da wieder. So. Dann brauchen wir... Wir brauchen von denen rechts dann noch ein. Warte mal, wo haben wir denn den grün? Der war doch unten, ne? Der eine war auf jeden Fall unten. Warte mal, das ist doch ein gelber hier. So. Den einen grünen hatten wir hier. Das ist der da. So. Jetzt brauchen wir noch zwei blaue. Die Frage ist nur, wo sind die? Das da ist ein grüner, das hatten wir. Der geht so. Dann ist das so einer. Dann ist das so einer. Okay, dann sind die hier auf jeden Fall schon mal nicht. Das da ist ein oranger, muss ja. Das hier war ein blauer und das war ein blauer. Dann ist das ein Viereck, okay. So. Das war ein grüner. Das hier könnte ein blauer sein. Nein, roter, verdammt. Ah. Ach so, den brauchen wir. Oh, Schwein gehabt. Ich dachte gerade, wir sind jetzt raus. Uff. Das hier könnte ein blauer sein. Okay. Okay, 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 okay. Einen blauen brauchen wir noch. Und zwar runter und dann nach rechts. Okay, das heißt, die Dinger müssen ja weiter rechts von ihm sein. Tja. Könnte der hier sein. Da haben wir ihn. Das hätte doch schief gehen können. Rätsel Nummer 2 gelöst. Dann kommt jetzt Rätsel Nummer 3 und 4. Und die anderen zwei sind einfach nur mit den Spheroiden einsetzen. Oha. Och, Alter, wird ja immer heftiger. Okay, 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 okay. Aber auch das lösen wir, das lösen wir. Pass mal auf. Der erste blaue ist doch gleich wieder der hier, oder nicht? Den haben wir, den haben wir. Alles klar, alles klar. So, wir brauchen jetzt dreimal diese Orangen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt überlege ich gerade, wenn das hier ein blauer war, dann war das hier ein oranger. Nein, das war ein grüner. Oh, Mann. Ach, den brauchen wir. Oh, ich habe gerade schon wieder gedacht, wir sind down. So, wartet mal. Das war ein blauer. Dann ist das ein Viereck. Dann ist das ein oranger. So, wir haben jetzt zwei Orange oben, ein unten. Alles klar. So, blaue. Brauchen wir den dann nicht? Den auch nicht. Okay, den brauchen wir auch nicht. So, das war so einer. Dann ist das hier ein Oranger. Okay, haben wir. So, jetzt müssen wir hier aber genau gucken. Das ist ein Viereck. Das hier müssen Oranger sein. So, haben wir. Jetzt 1, 2, 3. Wir brauchen noch einen Orangen so unten quasi. Ach du meine Güte, ey. Verdammt, 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 verdammt. Das ist ein blauer. Ist das 100% ein Viereck? Nee. Wir brauchen noch einen blauen, der so hoch geht. Der war so. Warte mal. Der war. Hier war grün. Dann ist das ein Oranger. Den haben wir. Ja, perfekt. Weil das da drüber ist ein grüner. So, jetzt haben wir den blauen. Haben wir. Jetzt brauchen wir noch den blauen, der unten nach links geht und dann ein hoch. Und dann hoch halt. So. Nur wo könnte der sein? Der könnte theoretisch hier sein. Ich glaube ja. Da ist er. Ach, mein Gott. Nummer 3. Okay, 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 okay. Nächste Runde. Und rein. Oh, du Mann, oh 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 Mann. So, okay, 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 okay. Schauen uns das Bild an. Alles klar, wir brauchen den. Das ist sicher. Brauchen wir... Den, der nach links geht und runter. Das ist ja der hier. Okay, Hammer, 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 Hammer. Dann brauchen wir zwei Runden orange. Einmal den.
den passenden hier. Dann brauchen wir den. Ein passendes Unterstück brauchen wir noch. Der. Okay, und dann brauchen wir noch den grün. Der war hier unten. Ach, das waren schon alle. Oh, ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch einen blauen. Aber nein, die haben wir als erstes geholt. Mein Gott. Habe ich vergessen. So, damit haben wir jetzt 4. Und dann brauchen wir noch zweimal die Spheroiden. Einmal nehmen. Jetzt geht nämlich der Bildschirm aus. Deswegen mussten wir die anderen erst vorher machen. So, den setzen wir mal hier rein. Spheroid von Kilika eingesetzt. Nummer 5. Und nun den letzten, Nummer 6. Ein geheimen Schatz. Ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst, kann man dieses Mal hier jetzt nicht mitnehmen, ja? Den muss man im Nachhinein holen. Werden wir natürlich machen, sobald wir können. Denn brauchen wir für eine geheime Bestie. Ja? Und welche, das werdet ihr noch sehen. So, damit haben wir jetzt alle. Und nun kommt die Musik. Und der Fahrstuhl ist da. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Guck mal, das ist jetzt kurios aus, ne, das Bild. So, hier ist ein Speicherpunkt. An dem werden wir auch speichern. Und Freunde, an dem werden wir diese Folge auch beenden. Denn in der nächsten Folge, ich weiß nicht, wie schnell das da wieder mit dem Speichern geht. Keine Ahnung, wir haben jetzt auch die halbe Stunde so gut wie voll. Wird das ein bisschen dauern. Da kommt ein harter Kampf auf uns zu. Und dann kommt ein bisschen Story. Aber wartet's ab. Bis zur nächsten Folge von Final Fantasy X. Das war Final Fantasy X mit Folge 50. Na, die Jubiläumsfolge. Und wir haben den Weg, ja, zum Yevon-Dom hinter uns gelassen. Sind drinne, haben zwischendurch ein bisschen Braska, Jack und Owen gesehen, die noch jünger waren. Und haben die Tempelrätsel gelöst. Alle 4 plus die 2 Spheroiden. Der Weg ist offen. Da erwartet uns ein harter Kampf. Und nicht nur einer. Das wird richtig schwer, Freunde. Deswegen habe ich die Folge jetzt noch hier unterbrochen. Das wird nämlich richtig lang gehen. Ich glaube, das muss man ein Stück durchziehen. Nächste Folge wird also wahrscheinlich eine längere Folge. Richtet euch drauf ein. Und wir sehen uns morgen wieder bei Final Fantasy. Es wird spannend. Pass auf. Haut rein. Euer Jardy. Ciao. We'll be right back.